Hi, gestern haben wir ja über die Möglichkeit gesprochen, Code zu strukturieren, indem man Adapter und Plugins verwendet. Und ich hatte erwähnt, dass man Code dann über kurz oder lang vielleicht auch in Module auslagern möchte. Und genau darum soll es heute gehen. Das Ganze mache ich am Beispiel von Node.js einfach, weil das Modulsystem in Node.js sehr zentral schon direkt von vornherein eingebaut ist, ein sehr essentieller Bestandteil des Ganzen ist und eben eine enorm große Größe in extrem kurzer Zeit erreicht hat. Aber das, was ich jetzt sage, ist im Grunde genommen natürlich auch auf andere Modulsysteme, auf andere Plattformen und Technologien übertragbar. Prinzipiell ist es so, wenn ich Code in ein Modul extrahieren möchte, dass ich dieses Modul A irgendwie bauen können muss und ich muss es natürlich nachher irgendwie wieder integrieren können. Ob ich das jetzt über ein NPM Install mache und über ein NPM Publish, also Install, um es zu installieren, Publish, um es zu veröffentlichen, ob ich das über ein Tool wie NuGet mache, wenn ich in .NET unterwegs bin, oder ob ich das über ein sonstiges Tool mache, ist völlig egal. Ich kann auch einfach eine DLL bauen und diese DLL irgendwo hin kopieren, ist auch im Grunde genommen derselbe Mechanismus. Das Ganze kann halt etwas einfacher sein oder vielleicht ein bisschen aufwendiger sein, aber im Prinzip, das ist die Kernidee, dass ich das eben mache. Das heißt, Code, der immer wieder benötigt wird, der vielleicht auch nicht spezifisch für ein Projekt ist. Ich bin ein großer Fan davon, Code so zu schreiben, dass er generisch verwendbar ist, wenn es sich nicht um etwas Projektspezifisches handelt, ihn wirklich allgemeingültig zu bauen, als ob es ein eigenständiges Projekt wäre und ist dann eben auch als genau solches zu handhaben. Das heißt, dass man diesen Code, diese Komponente oder Komponenten in eine eigenständige Bibliothek, in ein eigenständiges Modul extrahiert. Die Node-Welt hat das sehr vorbildlich vorgemacht, weil es einfach mit NPM so super, super einfach ist, Module zu veröffentlichen bzw. auch Module wieder zu installieren. Insofern ist das NPM-Ökosystem ist heute mit das größte und das am schnellsten wachsende Open-Source-Ökosystem, was es gibt, wenn nicht sogar das größte und das am schnellsten wachsende. Aber das, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber es spielt auf jeden Fall in einer sehr hohen Liga an der Stelle mit. Das Ganze hat dazu geführt, dass wir in Node sehr, sehr viele sehr kleine Module haben. Das heißt auch diese Patterns, die ich die Tage angesprochen hatte, dass man eben sich darauf fokussieren soll, kleine, überschaubare Sachen zu bauen, dass man nur eine Verantwortlichkeit adressieren soll und nicht zu komplex werden soll. Daran hat man sich in der Node-Welt sehr gut gehalten und das Ganze hat zu inzwischen 1,5 oder knapp 1,5 Millionen NPM-Modulen geführt, was die Frage aufwirft, wie findet man sich da zurecht? Aber dafür gibt es ein Video, verlinke ich euch hier in der Infocard. Wenn man so viele Module hat, der große Vorteil ist im Grunde genommen der gleiche Vorteil wie bei vielen, vielen kleinen Dateien. Ich kann nämlich viel besser abstrahieren und nur bei Bedarf einen Drilldown machen. Das funktioniert viel besser, als wenn ich einige wenige große Module habe. Das heißt, genau das, was ich was ich über Dateien gesagt habe, dass die klein sein sollten, dass sie nur wenig Verantwortlichkeit enthalten sollten. Genau das Gleiche gilt für Module im Grunde genommen auch. Module sind, wenn man so will, ja nur Deployment-Container, in denen ich dann wiederum einige Dateien zusammenfassen kann und auch davon lieber kleine und dafür lieber mehr als einige wenige sehr, sehr große. Und der eine große Vorteil, jetzt kann man ja fragen, warum sollte man das tun? Weil man könnte den Code ja auch genauso gut im Projekt lassen und von einem Projekt ins andere kopieren. Der große Vorteil liegt auf der Hand. Ich habe es natürlich viel einfacher, wenn ich ein Modul eigenständig versionieren kann, das zum Beispiel überall nachher gleichermaßen nachzuziehen und ich muss mich nicht darum kümmern, Code zwischen verschiedenen Projekten hin und her von Hand hin und her zu synchronisieren. Außerdem kann ich ein Modul, das muss ja noch nicht mal ich unbedingt gebaut haben, das kann ja sein, dass das eine Kollegin oder ein Kollege von mir war oder dass das jemand aus der Community war, der ein Modul gebaut hat, was ich zufälligerweise gut gebrauchen und weiterverwenden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche kleinen Module bereits getestet sind, dass sie erprobt sind am Markt, dass sie eine Dokumentation haben, da ist eine gewisse Erfahrung mit gesammelt worden, die ist halt einfach viel, viel größer, als wenn ich sozusagen immer wieder das Rad neu erfinde. Und wie groß ist schon die Wahrscheinlichkeit, wo uns allen bewusst ist, wie unglaublich gerne Entwicklerinnen und Entwickler dokumentieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben selbstgeschriebener Code auch wirklich gut dokumentiert wird, sodass er für andere wiederum weiterverwendbar ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist leider in vielen Projekten nicht allzu hoch und deswegen tut man sich eben mit dem Einsatz von Modulen, die sehr überschaubar sind, einen sehr, sehr großen Gefallen. Und all das zusammengenommen, das zeigt dann eben, warum Plattformen, warum Technologien wie beispielsweise Node, die so sehr auf diesen modularen Ansatz setzen, warum die eben so mächtig sind. Ich habe dieses Bild des Lego-Bauens die Woche schon ein paar Mal verwendet und das ist genau das, worauf es am Ende des Tages hinausläuft. Das einzelne Modul für sich genommen ist nicht unglaublich komplex und mächtig und bietet gar nicht so viel, aber die flexible Kombinierbarkeit von vielen, vielen Modulen, das ist das, woraus nachher wirklich die
wo einfach das Gesamte mehr ist als die Summe der Einzelteile. Und das ist eigentlich so ein ausgelutschter Satz, aber der ist an der Stelle sehr, sehr zutreffend. Und das ist ein sehr, sehr gutes Pattern, so vorzugehen. Also wenn man es kurz machen will, versucht Software in kleine Häppchen zu unterteilen und diese Häppchen unabhängig und losgelöst voneinander zu entwickeln. Und zwar so, dass man sie flexibel miteinander kombinieren kann. Und wer jetzt sagt, das ist alles ja sehr, sehr Node-lastig gewesen, gibt es denn da auch andere Beispiele für? Natürlich gibt es die. Denkt beispielsweise an das Betriebssystem Unix. Das stammt ja schon aus den 70er Jahren. Und genau das ist die Unix-Philosophie, was ihr auch auf der Shell seht, wie der Bash oder der Z-Shell. Viele, viele kleine Tools, die jeweils nur eine Aufgabe haben, diese eine Aufgabe aber wirklich gut meistern und die sich dann aber flexibel zusammenschalten lassen. Also das ist keine Erfindung der Neuzeit sozusagen, also der IT-Neuzeit, sondern das ist etwas, was es schon seit Jahrzehnten gibt, was nur an manchen Stellen vielleicht vergessen gegangen ist oder nicht beachtet worden ist. Und das rächt sich langfristig gesehen aber meistens. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Freitag noch. Ich finde es schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr auch weiterhin unsere Architectures Dailies Folgen sehen wollt. Und denkt dann dran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos auch informiert werdet. Und dann, wie gesagt, einen schönen Freitag noch und dann bald ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.